So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und wir haben, nachdem wir das letzte Mal einen Draft Booster hatten, jetzt einen Set Booster. Commander Legends, Dungeons & Dragons, Schlacht um Baldur's Gate, Set Booster. Set Booster, Set Booster sind so toll. Weil Set Booster haben Karten von der Liste. Nee. Das hier nicht. Das hat nur Secret Lair Werbung. Und ein verdammt süßes Kaninchen. Was bist du denn? Du hast auf jeden Fall Augen und Arme und... Was bist du denn? Okay. Feuerdinsel. Sehr cool. Oh mein Gott, Zarevok, der Todbringer. Den habe ich damals im Pre-Release gespielt. Der war so geil. 4 Mana 3-4. Zu Beginn des Endsegments, falls in diesem Zug keine bleibende Karte vom Spiel verlassen hat, kriegt der Spieler daran ist X Schaden und X ist seine Stärke. Mit wähle einen Hintergrund. Kettenteufel, 4 Mana 4-2, Kette beleben. Wenn ihr ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Nicht-Spielstein-Kreatur. Okay. Maramut, 8 Mana 7-7 Trampel. Und wenn ihr ins Spiel kommt, falls wir Mana mit dem Schatz ausgegeben haben, kriegen wir für jedes Mana, was wir mit dem Schatz ausgegeben haben, einen Schatz. Hm, cool. Raubtierimpuls, oh mein Gott. Nee, die Karte ist auch so gut. 5 Mana, wir verzaubern eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt +3/+3, muss geblockt werden, wenn sie falls möglich. Und sie ist angestachelt, das heißt, sie muss angreifen, darf euch nicht angreifen. So geil. Grauer Slat. Das war der Selbstmill. 2 Mana, wir millen 4 Karten. Oder für 3 Mana, 4 Einser, wo wir Bedrohlichkeit und Todesbringung haben, wenn wir 4 oder mehr Kreaturen gerade im Friedhof haben. Beziehungsweise halt dadurch, dass Adventure ist, beides. Wurfspeer des Blitzes. 2 Mana aufblitzen. Wenn ein Spiel kommt, legen wir eine Kreatur unserer Wahl. Und wenn es unser Zug ist, kriegt die +2/+0 und Erschlag. Das sieht für mich fast aus, als hätten sie es aus Kamigawa genommen. Also Neon Dynasty. Hammer von Moradin. Ist das so? Okay, krass. 3 Mana 3-3 mit Myriade. Und immer wenn die angreifen, tappen wir für jeden Gegner eine Kreatur unserer Wahl, die jeder Gegner kreaturiert. Okay, das Wichtige ist, wir greifen mit dir an. Wir dürfen bei jedem Gegner was tappen, aber die Kopien kommen ja angreifend ins Spiel. Deshalb für die dürfen wir nicht mehr tappen, leider. Githzeri Mönch, 5 Mana 3-2, Flash, fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, tappen wir alle Kreaturen, die wir nicht kontrollieren. What? What? Das ist ja mächtig. End of Turn, den gehst in deinen Zug, tötest den Gegner. Wow, krass. Das ist stark. Dann haben wir Oji, die auserlesene Klinge, 4 Mana 2-3. Wenn sie ins Spiel kommt, erhalten wir 2 Leben und machen Hellsicht 2. Und immer wenn wir einen zweiten Zauberspruch spielen, schicken wir eine Kreatur unserer Wahl ins Exil und bringen sie unter Kontrolle wieder ins Spiel. Flicker-Kommande. Dann haben wir Jaheria, Freundin des Waldes. 3 Mana 2-3, Spielsteine haben, tappen für ein grünes. Wähle einen Hintergrund, wenn wir den als Commander wählen. Nice. Dann haben wir Tempeldiener von Bahamut. 2 Mana Kommandeur-Kreaturen, die wir besitzen, haben. Der erste Drachen-Zauberspruch pro Zug kostet 2 Mana weniger. Okay. Dann haben wir einen... Du siehst unendlich cool aus. Jetzt erstmal Edgefoil. Ich habe völlig vergessen, dass in den Z-Boostern Edgefoil drin ist. Raphael, teuflischer Helfer. 5 Mana, 4-4, Teufeladeliger. Fliegend. Andere Bolde, Dämonen, Teufel und Tieflinge, die wir kontrollieren haben, +1/+1 und Lifelink. Zu Beginn jedes Endsegments, falls in dem Zug Kreaturenkarten von irgendwie auf den Friedhof gelegt wurden, erzeugen wir einen 1-1 roten Teufel, der immer, wenn er stirbt, einen Schaden zufügt. Oh mein freaking Gott, bist du cool. Gott, ist das cool. Dann haben wir noch ein Notilaudion-Schiff. 4 Mana 5-5, fliegend. Wenn es ins Spiel kommt, schicken wir den Friedhof eines Spielers und so weiter ins Exil. Immer wenn das einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir eine Karte, die damit Exil geschickt wurde, casten. Das ist stark. Eine Kreaturenkarte. Und nur ins Spiel bringen, nicht casten, aber trotzdem. Das ist stark. Und wir haben noch ein Koloss der Tore. Wow. Gate Commander. 8 Mana 8-8. Wird für jeden Gate, was wir haben, 1 Mana weniger. Und kann nicht von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. Und immer wenn ein Gate unserer Kontrolle ins Spiel kommt und der im Friedhof legt, können wir die oben auf der Klinge. Sehr, sehr mächtig. Ja, Set-Booster. Ich mag die Set-Booster hauptsächlich wegen den Edge-Feuerkarten. In jedem Set-Booster eine Edge-Feuerkarte ist eine gute, gute Sache. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Abexit. Ciao, ciao.